Jetzt gehen wir weiter. Johannes 17. Johannes Kapitel 17, Vers 17. Und hier betet Jesus zum Vater für seine Jünger und für die, die durch sie dann später Jünger werden, so wie wir. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Hier sehen wir jetzt, wie Heiligung funktioniert. Heiligung kommt durch die Wahrheit. Die Wahrheit bringt uns in Veränderung, in Freiheit. Die Wahrheit ist es, die ihre Kraft entfaltet. Durch die Wahrheit werden wir geheiligt. Weil diesen ganzen schrägen und unguten und ungöttlichen Lebensstil, den wir vorher gelernt haben, den haben wir gelernt, weil wir permanent auf Lügen gebaut haben, weil wir permanent Lügen geglaubt haben. Du kannst machen, was du willst, es wird keine Konsequenzen haben, du bist frei. Solche Lügen. Aber das ist nicht das Leben, sondern alle unsere Taten haben Konsequenzen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja, und die Lebensrealität zeigt das. Und wer nach dieser Idee leben will, ich kann machen, was ich will, ohne für irgendwas verantwortlich zu sein, wird früher oder später mächtig gegen eine Wand knallen. Und das ist gut so, damit er wach wird und merkt, aha, vielleicht funktioniert diese Lebensmaxime doch nicht so. So, die Heiligung geschieht durch Wahrheit, die in unser Leben kommt. Und die Wahrheit kommt durch das Wort Gottes. Die Wahrheit kommt durch das Wort Gottes. Dein Wort ist Wahrheit. Also wenn wir wachsen wollen in der Heiligung, dann brauchen wir Wahrheit. Und ich habe hier besonders zwei Aspekte, zwei Bereiche von Wahrheit vor Augen. Und das erste ist, was ich eigentlich schon erwähnt habe, wie ist Gottes Wesen? Was ist das Herz Gottes? Was sind seine Absichten? Was ist sein wunderbarer Charakter? Das ist das Erste. Und damit noch eingeschlossen, weil das ja alles seine Güte bezeugt, was sind seine Absichten mit dem Erlösungswerk Christi. Und was beinhaltet alles das Erlösungswerk Christi? Denkt an diese armen Baptisten, die nicht richtig ihre Bibel gelesen haben. Die denken, alles, was wir haben, ist ein Ticket für den Himmel. Nein, wir haben eine Möglichkeit, hier einen alternativen Lebensstil zu lernen, der nicht von diesem Planeten kommt. Das ist die große Chance. Wir sind die Außerirdischen, die Überirdischen. Halleluja. Wir lernen etwas, was nicht von dieser Welt ist, weil wir nicht mehr von dieser Welt sind. Wir sind von der zukünftigen Welt. Wir sind die Vorläufer, die Vorboten einer zukünftigen Welt, wo Christus regiert und wo sein Wille geschieht auf dem ganzen Planeten. Für alle die, die diese schrecklichen und heftigen Endzeitgerichte, die die Offenbarung beschreibt, überlebt haben. Eine neue Welt, ein neuer Himmel, wie Petrus sagt, in welcher Gerechtigkeit lebt, regiert. Halleluja, das ist unsere Hoffnung und wir sind die Vorläufer. Und wir beweisen, dass es diese neue Welt gibt, weil wir jetzt schon nicht mehr nach den Prinzipien dieser Welt leben, sondern nach den Prinzipien der neuen Welt, der zukünftigen Welt des Reiches Gottes. So, noch einmal, Punkt 1, Wahrheit in Bezug auf das Wesen Gottes und auf die Erlösung, die durch Christus geschehen ist und was wir dadurch haben und was das alles beinhaltet. Das finden wir im Wort, besonders in den Briefen der Apostel. Und dann zweiter Bereich von Wahrheit, was uns betrifft. Das eine war, was Gott betrifft, jetzt was uns betrifft. Ja. Was heißt das? Dass wir Kind Gottes sind, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir eine neue Schöpfung sind. Was bedeutet das eigentlich? Ja. Halleluja.
Und dazu gehört auch Wahrheit, das Licht über alte Prägungen, die wir so mitgeschleppt haben, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Alte Denkweisen oder emotionale Reaktionsmuster und so weiter. Darüber brauchen wir Licht. Und dieses Licht kommt, wenn wir danach suchen. Wir haben vorhin gesungen und wir haben gebetet, sende dein Licht. Das ist in völliger Übereinstimmung mit dem, was die Bibel sagt. Jesus beschreibt seine Liebe zu uns so, dass alle, die er liebt, die überführt er und züchtigt er. Das ist ein Teil, nicht die ganze Wahrheit, aber ein Teil seiner Liebe zu uns. So sieht die Liebe Christi aus. Und wie wohl das so klar geschrieben ist, Offenbarung 3, ich weiß nicht, 17 oder 18 oder so, in dieser Gegend dort ist es, ja, alle, die ich liebe, überführe ich. Ja. Trotzdem gibt es so viele Menschen, die holen ihre Idee über Liebe von irgendwo anders her. Und sie glauben nicht an die Liebe, wie die Bibel sie beschreibt. Woher weiß ich das? Weil sie nicht beten, Herr, wenn das deine Liebe ist, ich will die ganze Packung, dann überführe du mich. Sie beten nicht um Überführung. Und wenn sie nicht beten um Überführung, dann werden sie das auch nicht haben. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich muss es aus freien Stücken tun, weil ich weiß, ich brauche das. Weil ich weiß, ich kann mich so gewöhnt haben seit Jahrzehnten an bestimmte Denkmuster, an bestimmte Ideen, an bestimmte Werte, an bestimmte Lebensphilosophien, dass die für mich völlig normal sind, dass ich das gar nicht wahrnehme, wie schräg die sind und wie verkehrt die sind. Weil wir damit schon Jahre und Jahrzehnte umgehen und denken, das ist normal und so ist das Leben. Und wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Güte Gottes, die einfach dieses Licht sendet, dass wir sehen, hey, das habe ich ja woanders gelernt. Das kommt ja gar nicht vom Herrn, das entspricht nicht seinem Wesen, das entspricht nicht seiner Sichtweise vom Leben, das entspricht nicht dem, wie ein Kind Gottes jetzt leben soll. Und weil ich das jetzt verstehe, deswegen kann ich jetzt einen Schritt gehen und kann das, was bisher für mich gut und richtig war, auf einmal als verkehrt bezeichnen. Und ich schmeiße es in die Tonne, wo es hingehört. Trenne mich davon. Ich lege Lüge ab. Ich lege es ab. Das ist das Grundprinzip von Heiligung. Ich sehe irgendeinen Aspekt in meinem Leben, im Lichte Gottes, und ich erkenne, ja, das passt da gar nicht. Das ist ja nicht christusgemäß. Das ist nicht, wie er will, dass ich lebe. Und das alles passiert ohne Verdammnis, mit ganz viel Wohlwollen, weil Überführung hat nichts mit Verdammnis zu tun. Ja? Und es ist wichtig, in dieser ganzen Geschichte Heiligung immer im Balance zu bleiben. Ich weiß, am Anfang meines Glaubenslebens habe ich da viel, viel falsch gemacht und war da nicht im Balance und habe teilweise da bestimmten Bußpredigern zugehört, die konnten so messerscharf erklären, was alles verkehrt ist. Also ich erinnere mich an einen bestimmten Lehrer. Nach 5 Tagen Lehre, man war sowas von am Ende. Ich war nicht mehr imstande, den Stift zu halten. Ich war einfach nur kaputt. Richtig kaputt. Weil das ist verkehrt. Das ist nicht richtig. Das ist nicht. Aber es fehlte das Fundament, hey, du bist angenommen, du bist geliebt. Ja? Und Gott zeigt dir diese Dinge nicht, um dich ungespitzt in den Boden zu rammen, ja? Sondern er zeigt diese Dinge, um dich zu motivieren, um dir zu sagen, hey, guck mal, das brauchst du jetzt gar nicht mehr. Das brauchst du jetzt nicht mehr, das kannst du jetzt beiseite lassen. Ist das nicht wunderbar? Du kannst anders werden. Du kannst aussteigen aus diesen Mustern. So, wir wollen im Balance bleiben. Und die Grundlage ist, wir sind Kinder Gottes. Wir sind angenommen. Gott hat zu mir Ja gesagt und hat das mit Freuden getan. Das ist auch wichtig. Ja. Manche haben so das Gefühl, ja, Gott liebt alle Menschen.
Mich toleriert er irgendwie so. Also ich darf noch dabei sein, ich weiß nicht wie lange, aber vielleicht läuft da schon so ein Ausschlussverfahren gegen mich. Ja. Die Sicherheit der Annahme ist das Fundament, auf dem Heiligung stattfindet. Ja. Weil wir haben diese Prägung. Und ich hoffe, dass wir die durchschauen und den schon abgelegt haben. Wir haben diese Prägung, dass Korrektur irgendwie immer mit Ablehnung verbunden ist. Weil wir zu viele Erfahrungen gemacht haben, wo wir korrigiert worden sind mit Ärger, mit Zorn, mit Hass, mit Verachtung, mit irgendwelchen negativen Dingen. Und es ist wichtig, dass wir jetzt Wahrheit zu unserem Freund machen. Und das sagen, weil wir angenommen sind, weil das nie wieder diskutiert wird, weil das nie wieder neu bedacht wird. Wir sind für immer angenommen. Ja? Deswegen geht es bei Korrektur nicht um die Frage, ja, fliege ich jetzt raus? Ja? Oder werde ich jetzt nicht mehr geliebt? Ja? Wir brauchen diese Grundüberzeugung in unserem Herzen von dem Wohlwollen Gottes, von seiner Güte. Das ist so wichtig. Ja? Sonst kann es passieren, dass wir um Licht, um Wahrheit, um Überführung beten und der Feind mischt mit und bringt mächtig viel Verdammnis und wir sind frustriert, wir sind hoffnungslos, wir sind entmutigt. Ja, wenn das alles so schlimm ist mit mir, dann kann man ja gleich die Segel streichen und die Flinte ins Korn werfen und sich beurlauben vom Christsein. Wir sind angenommen. Gott ist für uns. Und wir wollen nicht dem Feind erlauben, die Wahrheit, die der Heilige Geist uns zeigt, zu missbrauchen, um uns zu verdammen. Verdammnis kommt nicht von Gott. Und wir widerstehen Verdammnis, aber nicht auf eine solche Weise, dass wir jetzt nicht mehr die Wahrheit haben wollen. Wir widerstehen Verdammnis, aber wir begehren Überführung. Weil, wie ich das gesagt habe, das ist ein wesentliches Element der Liebe Jesu zu uns. Alle, die ich liebe, überführe ich. Und überführen bedeutet, mit Beweisen zeigen, wo jemand verkehrt ist. Das ist die Definition von Überführung. Das ist also nicht ein vages Gefühl, sondern da geht es um Fakten. Mit Beweisen darlegen, dass jemand verkehrt ist. Das ist Überführung. Und das tut Jesus gerne. Das tut er allen, die ihn lieben. Es sei denn, da sind welche, die haben ein schräges Bild von Liebe Gottes und sie denken, ja, das hat jetzt, die Liebe hat jetzt mit Erziehung und mit Prägung nichts zu tun. Ach, übrigens, das zweite Wort müssen wir auch noch erklären. Ja, alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. Ja, was ist denn das jetzt? Ja. Züchtigung ist nicht Strafe. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott bestraft uns nicht, weil die Strafe liegt auf Christus. Strafe ist im Hinblick auf, was du gemacht hast, nach hinten. Züchtigung ist disziplinarische Maßnahmen, damit es vorne besser wird. So, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Gott bestraft nicht. Die ganze Strafe, die wir verdienen, hat er auf Christus gelegt. Die Strafe liegt auf ihm. Warum? Damit wir auch noch ein bisschen tragen? Nein, damit wir frei sein können. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Wenn dann noch die Ahnung oder die Befürchtung von zukünftiger Strafe ist, dann können wir keinen Frieden haben, sondern sind wir in Anspannung, dann sind wir in Angst und wir denken dann so, ja, reicht das jetzt, was ich jetzt mache? Bete ich genug? Diene ich genug? Liebe ich genug? Gebe ich genug? Mache ich genug? Das ist nicht Heiligung, das ist ein frommer Stress und das bringt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Wir lassen uns leiten vom Heiligen Geist und er motiviert uns. Das ist nicht irgendwie eine drohende Forderung. Du musst dich jetzt aber ein bisschen mehr anstrengen, wenn das mit dir noch was werden soll. Ja? Sondern der Heilige Geist motiviert uns. Und wir bekommen dieses Verlangen. Wir wollen das Gute, wir wollen das Richtige. Wir wollen Gott gefallen, weil wir ihn lieben, nicht aus Angst.
Das habe ich zwar schon gesagt, aber es muss wieder gesagt werden. Es ist so, so, so wichtig. Okay, so. Der Herr überführt uns und er diszipliniert uns. Und dann gibt es Wegstrecken, die sind alles andere als angenehm. Und da haben wir das Gefühl, wir werden ganz schön rangenommen. Aber das ist eine Erziehungsmaßnahme in Bezug auf Verbesserung nach vorne. Es ist keine Strafe für Dinge, die hinter uns liegen. Okay, so wenn die Wahrheit uns, wenn wir durch Wahrheit geheiligt werden, dann muss jetzt Wahrheit systematisch eingebaut werden in unser Leben. Das ist die praktische Konsequenz davon. Und das ist, was Paulus sagt, Römer 12, Vers 2, kennt ihr alle. Wir sollen nicht angepasst bleiben, in Übereinstimmung bleiben mit der Welt, sondern wir sollen jetzt anders werden, weil wir in einem anderen Bereich, in einer anderen Sphäre leben, im Reich Gottes. Und wir sollen uns jetzt an das Reich Gottes anpassen und aufhören, versuchen, im Reich Gottes zu leben mit den alten Ideen, die wir da gelernt haben. Und deswegen sollen wir unser Denken erneuern. Wir kommen raus aus der Anpassung an die Welt, indem wir unser Denken erneuern. Das heißt, unser Denken in Übereinstimmung bringen mit dem Herrn. Amos 3, Vers 3 habt ihr alle schon von mir viele Male gehört. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wir sollen mit ihm einig sein. Er ändert sich ja nicht, also müssen wir uns ändern. Und wir werden mit ihm einig. Wir stimmen mit ihm überein. Ja. Und ein wichtiger Punkt ist das, was ich vorhin schon genannt habe. Hast du dieses Bild von der Liebe Gottes, die notwendigerweise Überführung beinhaltet? Oder hast du eine Liebe Gottes, wie sie so im Roman der Hütte beschrieben wird, wo Wahrheit überhaupt keine Rolle spielt? Wo da Jesus ein netter Onkel ist? Wir haben niemals irgendetwas von dir erwartet. Ach, wie nett. Ja. Welchen Respekt wirst du haben vor einer Person, die sagt, ich habe niemals irgendwas von dir erwartet. Du kannst keinen Respekt, du bist ein Waschlappen. Der will nichts von dir, der hat keine Vorstellung, der hat keine Ziele. Welchen Respekt willst du haben vor einer solchen Person? Aber Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Wow, da kommt gleich, okay. Das ist notwendig, dass das in unserem Herzen da ist. Ja. Oder ein anderer Punkt, wo viele, viele Christen, wie wohl sie eine Bibel haben und glauben, die Bibel ist Gottes Wort, wo sie nicht mit übereinstimmen. Nach der Sicht der Bibel für einen Christen, Sieg über Sünde ist normal. Das ist Standard. Das ist normal. Und deswegen ist es auch möglich. Und es ist nicht ein fernes Ziel, das man irgendwann erreicht dann in der Ewigkeit, sondern die biblischen Aussagen sind so, so, so klar. Wenn ich aber da nicht übereinstimme, weil ich nicht wirklich ernst nehme, was da geschrieben steht, sondern irgendwie denke, ach, wir sind alle kleine Sünderlein. Ja? Und klar, wäre schön, wenn die Sünde mal besiegt wäre und irgendwann wird sie ja auch besiegt im Himmel und da wird alles schön und eitel Freude. Aber hier, wir sind nun mal Menschen, das musst du ja verstehen. Wir sind ja nur Menschen. Paulus sagt, wenn Neid und Eifersucht und Streit bei euch ist, dann wandelt ihr ja nur nach Menschenweise. Mit anderen Worten, ihr nutzt gar nicht, was euch gegeben wurde. Ihr lebt wie der ungläubige Nachbar. So für ihn war das nicht normal. Ja, da ist Neid und Streit und Eifersucht, weil das sind halt Menschen. Nein, das war nicht seine Sicht. Sondern er sagt, hey, ihr habt doch was ganz anderes und ihr könnt ganz anders leben. Wann wollt ihr anfangen, das zu nutzen? Ja? Ihr lebt einfach nach der alten Art und Weise. Ja? Da fehlt es an dieser Heiligung. Ja? Weil sie das gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja. So Sieg über Sünde, ist das in deinen Augen normal und möglich?
Ja, aber wir sündigen ja manchmal. Ja, wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher, ja, und dann haben wir Vergebung und dann haben wir Reinigung. Aber das Wort ist falls, nicht immer dann, wenn als Lebensstil. Falls das mal geschieht, das sind Ausnahmen, ja. Und wir arbeiten wie Sportler an immer neuen Bestzeiten zwischen unseren Abstürzen. Das ist, was wir tun, ja. Wir stellen immer neue Bestzeiten auf. Ja, in denen wir im Sieg leben, in der Reinheit leben, in der Klarheit leben. Halleluja. Galater 5, Vers 16 sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Paulus tut so, als wenn das ganz normal ist, als wenn das möglich wäre. Er sagt einfach, wandelt im Geist. Und dann werdet ihr diese alten Sachen, die euch zerstört haben und mit denen ihr anderen das Leben schwer gemacht habt, die werdet ihr dann nicht mehr tun. Der sagt nicht, fleht um die Gnade. Vielleicht gibt es mal einen Tag, wo ihr wirklich im Sieg leben könnt. Ich weiß, der Rest ist elend, aber es könnte ja mal geschenkt werden. Er hat nicht so eine Sicht. Er sagt, das ist normal. Sie leben im Sieg ist normal, weil wenn wir lernen, im Geist zu leben, dann hat das Fleisch keine Chance mehr. Wir werden nicht vom Fleisch bestimmt, sondern wir werden vom Geist bestimmt. Und der Geist ist aus Gott und der Geist ist neu und der Geist will das, was Gott will. Und das Fleisch ist von dieser Welt und es will die Dinge, die Gott nicht will.